Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Samstag. Nicht an einem Samstag und auch gar nicht am ersten Samstag des Monats, denn die letzte Folge habe ich ausfallen lassen müssen. Ganz einfach, weil es zeitlich nicht so gereicht hat. Ich mag das nicht so unbedingt, wenn ich den Samstag oder so aktuelle Videos schon tagelang vorproduziere. Und deswegen wird es eine kleine Änderung geben. Keine große, keine Angst. Den Samstag wird es in Zukunft an random Samstagen geben. Das heißt, du hast oder jeder hat jeden Samstag die Chance, dass neue Folge Samstag gibt. So einfach ist es. Und das gibt mir ganz einfach die Möglichkeit, auch ein bisschen flotter auf irgendwelche Ereignisse zu reagieren. Ne? Die Hearthstone Expansion oder Diablo 3 Season oder was tut sich so in WoW? Die Marke ist jetzt rausgekommen oder ähnliches. Das ist ganz einfach ein bisschen flexibler. Das heißt, Samstag wird in Zukunft an einem random Samstag erscheinen, auch von der Frequenz her, von der Häufigkeit, mache ich das ganz einfach so, wie es passt. So, dem einen oder anderen fällt es auf, ich höre mich sehr wahrscheinlich ein bisschen anders an. Ich hoffe besser, denn ich habe mir ein neues Mikro zugelegt. Das heißt, im Zuge von der Qualitätssteigerung meiner Videos und des Streams in Zukunft, sollte das doch deutlich besser sein. Rauschärmer, es sollte besser klingen. Und ich hoffe, das ist auch der Fall. Ich habe es noch nicht so wirklich häufig getestet. Einmal habe ich jetzt gestreamt und nach dem Video werde ich selbst mal testen und mir anhören, wie sich eben das Mikro macht. Auch auf längere Dauer, in längeren Videos ganz einfach. Ja. Und was euch noch auffällt, YouTube. Nächster Punkt. Momentan packe ich es ziemlich gut. WoW, Hearthstone, HOTS und neuerdings auch Diablo. Entweder vor diesem Samstag oder nach diesem Samstag auf meinem Kanal, ja, auf meinen Kanal zu packen. Das sind auch wirklich diese Hauptspiele, die ich spiele, WoW, Hearthstone, Diablo und HOTS, die ich auch weiterhin auf meinem Kanal haben möchte, mit den Serien, die momentan so laufen. Ne? Diablo, die Season 3, beziehungsweise das Diablo Season Tagebuch, das ich jetzt angefangen habe, das ihr euch angucken könnt, natürlich. Finde ich eine coole Idee. Der erste Teil ist es natürlich, ich bin gerade erst Stufe 70 geworden, ich habe noch kein Gear, ich kann noch keine Skillung irgendwie präsentieren oder bin noch nicht besonders stolz auf die Legendary Waffe, die ich bekommen habe. Denn, wie gesagt, ich bin in dem ersten Teil erst Stufe 70 geworden, spiele den ersten Rift und jetzt beginnt das Ganze so einfach zu rollen. Das Schneeballprinzip wird immer größer und immer größer und ich denke, die Videos werden auch noch, ja, deutlich häufiger kommen als sage ich mal, in einem 2 Wochen Abstand oder so. Denn die Upload-Frequenz auf meinem Kanal beträgt momentan ungefähr alle 4 Tage ein Video. So, und ich habe mich ganz einfach dazu entschlossen, wenn ich diese Frequenz beibehalten kann, diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Upload-Plan, auch wenn es kein Plan ist, alle 4 Tage ein Video hochzuladen, wenn ich es wirklich stetig packe, ne, und nicht irgendwie durch Zeitverzögerung oder so 6 oder 7 Tage da rauskommen, Pause zwischen den Videos, dann werde ich die Frequenz erhöhen, das heißt, dann werde ich auch mehr Videos produzieren, vorproduzieren, etc., etc., die ich dann ganz einfach auch auf meinem Kanal hochladen werde. Aber das Ziel für mich ist momentan erstmal wirklich stabil, alle 4 Tage ein Video hochzuladen. Manchmal wird es 3 Tage, alle 3 Tage, manchmal vielleicht 5. Aber das ist so mein Ziel im Kopf, das ich mir gesetzt habe. Und ab dann, denke ich, kann der Kanal langsam wieder zur alter Stärke wachsen und irgendwann vielleicht mal wieder bei täglichen Uploads ankommen. Hoffe ich doch, wünsche ich mir sehr. Ja, nächster Punkt, den ich so ansprechen möchte, ist Hearthstone. Die Expansion ist extrem geil. Ich finde es richtig cool gemacht, wieder das Abenteuer. Noch besser eigentlich wie Naxxramas, da die Klassenherausforderungen richtig lustig sind zum Teil. Die Deckvariation absolut geil gemacht. Die Magier Class Challenge ist zum Beispiel eine der genialsten, die ich gesehen habe. Ich habe mich gewundert, als ich die Karten gesehen habe, die ich auf der Hand habe. Ich möchte nicht spoilern für irgendjemand, der es noch nicht gemacht hat. Spiel es einfach mal selbst und dann werdet ihr das ja erleben. Und so ein langsames Update wie jetzt mit dem Schwarzfels, mit Blackrock, hat auch Vorteile. Man bekommt eben langsamer Karten. Ne? Man bekommt nicht sofort 100 Karten in den Rachen geschmissen und ist erstmal vielleicht, ja,
überfordert mit dem ganzen Gedöns, weiß nicht, welche sind gut, welche sind schlecht. Man kann sich ganz einfach ein bisschen länger Gedanken machen. So hat man pro Freischaltung vom Flügel 5 Karten, die man hat, beziehungsweise 4, weil man kann nicht 2 Klassen auf einmal spielen. Und damit kann man sich Gedanken machen, kann eigene Decks bauen, kann seine vorhandenen Decks umbauen, was ziemlich cool ist. Und im Zuge von diesen der dritten quasi Erweiterung von Hearthstone wird es auch in naher Zukunft ein Video dazu geben für Anfänger von Hearthstone. Ne? Mittlerweile kann ich mir vorstellen, wenn man nicht in Hearthstone implementiert ist und es vielleicht das erste Mal spielen möchte, dann ist es wirklich erdrückend, die Menge der Karten, die vorhanden sind, und generell kommt es einem immer so vor, als ob man total scheiße spielt und die beschissenen Karten hat und man vielleicht gar nicht so weiß, was man macht. Und da werde ich einen Anfängerguide raus machen, der jedem den Einstieg ganz einfach erleichtern soll. Denn es ist wirklich ein Spiel, das absolut lohnenswert ist. Und in Hearthstone, das ist eben ein Spiel, das wirklich Free-to-Play ist. Das heißt, du kannst ein gutes Free-to-Play-Modell. Das heißt, du kannst wirklich alles, alle Karten, alle goldenen Karten, egal, jede Legendary-Karte, kannst du freispielen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Das ist wirklich cool. Nicht so wie Heroes of the Storm, wo du jetzt zum Beispiel einige Skins nur für Echtgeld kaufen kannst, für wirklich 10, 15 €, was da zum Teil Blizzard verlangt. Du kannst in Hearthstone alles für lau kriegen, wenn du spielst. Okay, das war's zu Hearthstone. Das WoW. Der zweite Teil vom WoW Interface 10 Interface Vergleichsvideo ist momentan, bin ich momentan dabei. Ich wollte es schon längst, es ist schon längst überfällig und ich möchte mich dafür entschuldigen, ganz einfach, dass es jetzt so lange dauert. Und ich möchte auch jetzt keinen konkreten Termin nennen, wann ich es hochlade. Ich habe ziemlich viele PNs bekommen, die das ganz einfach die Fortsetzung betreffen. Ich bin dabei, es wird kommen, aber wann kann ich noch nicht sagen. Ich mag keinen enttäuschen, wenn ich jetzt sage, in der Woche kommt es, und dann kommt es doch nicht in der Woche. Ja, lasst mir einfach noch ein bisschen Zeit, dem Ganzen Feinschliff zu geben. Ich habe auch darauf geachtet, dass es ein bisschen Interfaces sind, die nicht gleich aussehen. Das heißt, die sollen sich schon ein bisschen mehr unterscheiden als im ersten Teil. So, nächster Punkt. Was für eine Stimme hatte ich eben? So, nächster Punkt. Oh mein Gott, Error. Ich bin disconnected. Okay, halb so schlimm. Dann habe ich eben Error. Stream läuft wieder öfter. Der Stream läuft wieder öfter. Das heißt, ihr könnt öfter wieder einschalten. Und im Zuge dessen wird es auch Stream-Änderungen geben, die ich dir gleich verraten werde. Auf dem Stream spiele ich generell Spiele, die zum aktuellen Content passen. Das heißt, Diablo 3 Season ist momentan rausgekommen. Ich werde mehr Diablo 3 spielen. Natürlich schließt es nicht aus, dass ich zwischen den Diablo Rifts auch irgendwann eine Runde WoW BGs zock oder sowas. Das ist nicht der Fall. Das heißt, das kann immer passieren. Oder ja, neue Hearthstone Expansion wird rauskommen, dann spiele ich eben Hearthstone überwiegend. Oder neues WoW Add-on, dann spiele ich WoW überwiegend. Ach, Entschuldigung. So läuft es momentan auf meinem Twitch. Und ja, so wird es auch weiterhin laufen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, ich werde auch Spiele spielen, die nicht zu Blizzard gehören und zu dem Blizzard-Universum. Ganz einfach, wenn ich Bock drauf habe oder wenn es mir gefallen oder wenn ich der Meinung bin, das sollte jeder mal gesehen haben. Und da gibt es mit Sicherheit einige, auch welche, die ich gar nicht kenne. Ja, nächstes Thema: Gilden bzw. Clans. Ich werde jetzt Gilden- und Clan-Zusammenschlüsse, die ich erstellt habe und von denen ich zum Großteil auch der Leader bin, einfach als Clan-Zusammenschluss nennen oder Clan, auch wenn es in Wirklichkeit eine Gilde ist wie ein WoW oder ähnliches. Ja, ich werde die Clanleitung in sämtlichen Zusammenschlüssen, wo ich der Leiter bin, die Zar und den Bajor Kaffee betreffen, abgeben. Und falls sich keiner findet, der das gerne machen möchte, werde ich diese Zusammenschlüsse löschen. Hört sich erstmal krass an, wenn ich die WoW-Gilde oder sowas löschen würde. Aber das ist nicht der Fall. Ich habe mich im Laufe der Zeit ganz einfach zu so einem Spieler entwickelt. Ich möchte ganz kurz den Hintergrund erklären, ne? Ich habe mich zu so einem Spieler entwickelt, der viel zwischen dem einen oder anderen Spiel herspringt. Ich habe es eben schon erwähnt, ne? Das Programm auf meinem Twitch-Kanal deckt sich quasi mit meinen spielerischen, ja, mit meiner
am Spielerischen, was ich eben so spiele. Kommt eine neue Season für Diablo 3 raus, wie es jetzt der Fall ist. Spiele ich überwiegend Diablo 3, bis meine persönlichen Ziele so erreicht sind. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, das Paragon-Level zu steigern über meinen Non-Season-Char. Das heißt, wenn ich irgendwann mal Paragon 500 habe auf dem Season-Char, werde ich auch wieder weniger Diablo spielen. Und wenn ich da jetzt der Gildenleiter bin, beziehungsweise der Clanleiter, dann möchte ich das keinem antun, der wirklich aktiver Diablo spielt als ich, dass dann ganz einfach der Clanleiter nicht mehr da ist für die Rest der Zeit von der Season. Ne? Möchte ich nicht tun, das ist kein gutes Gefühl, da kommt sich der ein oder andere vielleicht vernachlässigt vor. Ich weiß, wie das ist, wenn gerade ja, der Leader quasi nicht mehr da ist. Abgesehen davon habe ich keine Zeit, irgendwelche Events zu organisieren, ob das jetzt in der WoW-Gilde zum Beispiel irgendwelche Raid-Gruppen wären oder RBG-Gruppen oder Arena-Gruppen selbst. Ja, das kann ich nicht und möchte ich keinem da zumuten, quasi, dass ich dann noch nicht mal da bin, in der Gilde zu sein. Das macht auch keinen Spaß irgendwann, ne? Dann lief da die Gilde, schließt euch irgendwo anders an, was ja auch euer gutes Recht ist und was ja auch verständlich ist. Und deswegen, wenn sich kein Gildenleiter findet, der das ganze Gilden- bzw. Clan-Ding in die Hand nimmt, dann werde ich es löschen. Das, ja, ist natürlich kein Grund für den einen oder anderen vielleicht doch irgendwas zu erstellen, irgendeinen Clan rund um Zar und Bajor Kaffee. Und das Ganze irgendwie wieder aufleben zu lassen, aber ich kann eben nicht irgendwelche Events einfach so, was weiß ich, jede Woche ein Raid organisieren oder so, es geht einfach nicht. Ihr wisst, was ich meine, lange Rede, gar keinen Sinn. Ihr wisst, ich komme auf den Punkt, entweder neuer Gildenleiter oder Clanleiter oder der Community-Zusammenschluss wird gelöscht. So. Natürlich betrifft Community-Zusammenschluss nicht die ZAR-Community auf Diablo zum Beispiel. Das heißt, man muss ja, es gibt ja den Unterschied Clan und Community. Ne? Die Diablo spielen, wissen das. Okay, nächster Punkt, Stream-Verstärkung. Meine Frau wird in Zukunft mit im Stream live dabei sein, richtig wie man das sich wünscht, mit Cam, mit Mikro etc. etc. Und Heroes of the Storm, Hearthstone, WoW und in der Season 4 dann auch Diablo, da wird sie auch mit dabei sein, wird sie immer mitspielen, wenn ich streame oder die meiste Zeit immer, mag ich jetzt mal nicht beschwören, aber die meiste Zeit und dann werden wir ganz einfach zusammen ein bisschen abgehen und schnetzeln oder mit Karten um uns werfen oder was auch immer, wir werden was tun und in diesem Sinne wird es auch eine neue Hearthstone-Serie geben, die ich zusammen mit meiner Frau dann quasi ja, ins Leben rufe. Da könnt ihr schon gespannt sein drauf. Ist auf jeden Fall immer lustig gewesen. Wir haben schon ein paar Trockenübungen so gemacht. Und ist auf jeden Fall genial. Ja, momentan fehlt noch die Webcam. Das heißt, da ich das ganze Equipment von mir, beziehungsweise dann auch von meiner Frau, so ein bisschen durch das kleine Klimpergeld, das man so durch YouTube einnimmt, finanziere, dauert es noch ein bisschen, bis ganz einfach die Webcam da ist und bis wir das, ja, wirklich zusammen in die Tat umsetzen. Wann, lasse ich euch natürlich wissen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich ein bisschen unterstützen und Videos gucken. Oder Donation. Ha. Okay. Da möchte ich aber nicht. Ne? Wenn jemand was donaten will, dann kann er das gerne tun. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Da ja, könnt ihr machen, wie ihr ganz einfach lustig seid. Und In Zusammenschluss mit dem Zusammenstream mit meiner Frau wird es noch eine Änderung am Stream geben, das quasi synchron dann live geht. Es wird ein Punktekonto geben auf meinem Stream. Das heißt, jeder Viewer, der aktiv meinen Kanal verfolgt, der wird ein eigenes Punktekonto haben, auf dem er Punkte ansammeln kann, die er ganz einfach im Laufe der Zeit, wenn er einen Stream schaut, gut geschrieben bekommt. Und mit diesen Punkten könnt ihr dann zukünftig an Giveaways und Gewinnspielen teilnehmen, die ich dann im Stream eben machen werde. Und das soll ganz einfach so ein bisschen was zurückgeben, ne, für die, die wirklich viel zuschauen, die wirklich jedes Mal dabei sind, die wirklich aktiv sich auch am Stream, am Chat oder sowas beteiligen. Da möchte ich euch ganz einfach ein bisschen was dann zurückgeben. Und das wird auf jeden Fall cool, wird eine coole Sache werden, werdet ihr das sehen. So bin ich eigentlich mit den ganzen Einstellungen von dem Punktesystem schon durch. Ne? Ich mag das aber ganz gerne dann zusammenkoppeln, dieses Streamen mit meiner Frau und das Punktesystem, dass quasi das so ein Stream 2.0 wird für mich und für meinen eigenen, ja, für meinen Stream-Kanal quasi. Und in diesem Sinne war es das zu dem
zu dem FAQ, wollte ich schon sagen, zu dem Samstag. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr das gerne, das Video positiv bewerten. Ihr könnt es auch gerne kommentieren, was ihr davon haltet, von den Änderungen bzw. von dem, was ich so erzählt habe jetzt den ganzen lieben langen Tag. Ist die Quali vom Mikro wirklich besser geworden oder sollten wir besser morgen, besser gestern als heute anfangen zusammen zu streamen oder sowas? Lasst uns einfach wissen oder wollt ihr, dass wir irgendwelche andere Spiele dann spielen auf dem Stream? Schreibt es in die Comments. Ich bin raus. Bis zum nächsten Samstag. Auf Wiedersehen.